Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wisdom mit der Nancy Geekskirt. Hallihallo. Und dem Herrn Blaze. Hallo. Und natürlich dem Folge ist immer noch angesagt. Ja, das bin ich. Juhu. Yay. So, Baufolge ist immer noch angesagt. Und, wir bauen. Oh, ich hab grad Night Vision bekommen. Night Vision hat er? Ja, von so einem Kristall, ne, in der Höhle. Okay. Ah ja, okay, ja. Bin ich. Oh, cool, jetzt habe ich gleich ein Eisenschwert. Können die mich nicht mehr hauen? Ja, dass du wenigstens ein bisschen Verteidigung hast, ne? Ja, richtig. Das war eigentlich das Erste, was ich mir aus meinem Eisen gemacht habe. Ein Schwert und eine Rüstung. Alter, was ist das für ein Vieh? Was ist das für ein Vieh? Es ist... Lass es bitte auf deinem Grundstück. Es ist ein Titan mit 120 Lebenspunkten. LOL! Der hat zwei Köpfe. Wo ist der? Bei mir. Mach ihn fertig. Lass ihn mal da. Komm, schick ihn zu Nancy. Nein, ich wollte eigentlich in dieselbe Richtung und der kann Kombination fertig ist, okay? Der kämpft ja auch gegen andere Viecher, sehe ich gerade. Vielleicht ist er auch freundlich. Ich denke nicht. Es hat zwei Köpfe. Auch diskriminieren doch einer nicht, davon weil er ist zwei bestimmt Köpfe böse. Hat. Ein also Kopf meinst davon ist bestimmt böse. Meinst den Gute und den Böse, ne? Die schreien sich gegenseitig dann auch immer an. Ja. Ich will da lang, nein, ich will da lang. Wieder hell werden, ich muss Holz farmen. So, ich nehme jetzt noch ein bisschen normalen Stone mit und dann haue ich hier auch aus der Höhle ab. Ich hatte doch meinen Crafting Table mitgenommen, oder? Ja. Brightness Bright, dann sehen wir auch ein bisschen. Oh, jetzt ist er hier. Ja, der kämpft gegen einen. Er hat gerade einen seiner Artgenossen umgeklatscht. Okay. Ich traue mich irgendwie gerade nicht davor zu laufen. Der kämpft gegen alles. Okay, ich muss mal kurz gucken. Hallo, Titan. Oh, da ist noch mehr von dem Stein, sehr schön. Wo ist der jetzt? Ist ja, der komm genau einfach die Straße entlang, dann siehst du ihn schon. Ja, aber wenn er dann... Ich hab Ahang. Ja, du kannst dann schnell bei mir irgendwie reinhüpfen. Der immer zusammen. Was? Nee. Hast du ihn gesehen? Jetzt nicht nach dem Motto, wenn du springst, dann springe ich auch. Das ist ja, ne? Titanic und... Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Und ich bin weg, der zwei Köpfe. Nee, nee. Bleib mal da, wo du bist. Will denn dieser Sack hier von mir? Wird jetzt gleich stark. Wow, Creeper. Ich bin weg. Creeper. Hey, Creepy. Komm mal her zu Mama. Komm. Komm zu Mama. Komm. Nein, explodier nicht bei Mama. Oh, er hat einen. Die Köpfe haben zwei verschiedene Augenfarben. Eine ist weiß, andere ist rot. Na, dann kannst du es dir vielleicht denken, welcher der Gute und welcher der Böse ist. Der Rote ist bestimmt der Nette. Den sag ich mal Hallo. Auch wäre ich jetzt da, würde ich sagen, ne, just for fun mit den Betten, wenn wir sie haben, kloppen wir sie mal, ne? Wenn wir sie haben, ja. Ja, wenn wir die Betten haben, dann aber jetzt das cool. Möchte ich nicht gegen den kämpfen, jetzt habe ich Angst. Oh, ach, wie weit muss ich eigentlich laufen, um Bäume abzubauen? Was zu dürfen? Am Stadtrand darfst du ja normalerweise schon, ne? Und Moment, einen Baum darfst du ja immer abbauen. Außer er ist in einem eingezäunten Grundstück. Ja. Aber wenn der zwischen den Häusern steht, ohne Probleme, ne? Solange das Grundstück noch keinem gehört oder das ein Erweiterungsgrundstück ist, ist das im Prinzip egal, ne? Solange es demjenigen nicht gehört. Eigentlich müsste ich ja mir hier eine Liste ausdrucken mit den Regeln, müsste mir die irgendwo hier an die Wand hängen, ne? Und richtig. Nebenbei das immer lesen. Super. Ja, genau. Die Eichenbäume brauchen ja eigentlich keinen Platz weiter. Die kann man ja nebeneinander setzen, die Setzlinge, oder? Wer braucht die Eisenbäume? Eichen. Ach so. Oakwood. Weiß ich nicht. Wenn du setz vier nimmst, hast du einen großen. Naja, gut. Ich hab jetzt... Oder? Nee, geht das mit denen überhaupt? Weiß ich nicht. Wird sich zeigen, ich weiß, was es mit Tannenholz geht. Ach nee. Weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Merkisch. Ah. Ist aber nicht schlimm. Das sah gerade aus auf den ersten Blick wie ein Schaf. Dabei war es nur ein Stein. Ein Steinschaf. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Oh, ein Schaf. Oh ne, es ist doch nur ein Stein. Ein Steinschaf. So, 64 Glas. Darf ich hier raus? Darf ich hier raus? Glas. So, das noch mitnehmen und den Abflug hier. Na klar, verbrenn doch einfach mal in der Lava.
andere Idee. Haus braucht Tiefe. Irgendwie bezweifle ich gerade, dass das mit dem Holz gut aussehen wird. Meinst du? Ich glaube, ich brauche anderes Holz. Ich glaube, ich muss nochmal auf Wanderschaft. Oh ja. Ja, ich muss jetzt dann irgendwann raus. Ich muss wieder ein bisschen an meinem Haus weiterbauen, sonst war ich jetzt wieder 2 Folgen, ne, unterirdisch und hab nichts geschafft. 0. Weil du bist so unterirdisch, vielleicht. Ja, das stimmt wirklich, ne. So, Abflug hier. Macht euch wieder gegenseitig schlechter, als ihr seid. Was ist da los? Was? So. Ich habe nichts getan. Ich weiß, das sagst du. So, komme ich jetzt hier am schnellsten wieder raus? Noch eine Schlucht. Hat er eine Schlucht gefunden? Alter Baum. Ich hab doch keine Ahnung. Ha, blöder Zombie, ich hab jetzt ein Eisenschwert. Wo geht's hier raus? Nee. Oh, das ist noch einer. War das nicht hier da? Näher. Familientreffen irgendwo? Familientreffen. Ja. Die anonymen Zombies. Nee, da auch nicht. Die anonymen Zombie-Holiker. Lol, was machen die denn eigentlich hier draußen im Hof? Ich muss aufnehmen. Haben wir wieder die Zeit im Überblick? Nein. Ja, 6 Minuten haben wir jetzt gerade. So, kann ich da vielleicht hochschwimmen? Die Frau müsste das doch mal hier unter Kontrolle haben. Nimmt von euch nicht mehr mit OBS auf am zweiten Monitor? Nein. Nicht mit OBS auf. Wenn du mich so fasst, nö. Das ist immer recht angenehm, wenn man jemanden dabei hat, der mit OBS aufnimmt. Na, der sieht ja unten die Anzeige, wie lange er schon aufnimmt, wie lange die Aufnahme läuft. Ja, ich habe ein anderes Programm noch, das hat dann so ein Overlay, aber das habe ich jetzt gerade nicht genutzt, weil ich das hätte noch neu einstellen müssen. Das hat ein Overlay, das wird quasi nicht mit aufgenommen, das hat ein Stoppuhr-Overlay. Okay. So als Plugin. Da kannst du auch direkt die Webcam ein, also wenn du mit Facecam aufnimmst zum Beispiel, kannst du direkt alles einbinden. Eigentlich ganz cool. So. Ging's hier nicht irgendwo raus? Guck grad, mit was für ein Holz baue ich denn gerade? Lol. Moment, da ist was, da könnte ich schon gewesen sein. Jetzt ist meine Axt gleich schon wieder kaputt. Was soll denn das? Aua. Voll in die Leere gesprungen hier. Wieso ist der Baum so hoch? So verflucht hoch? Na, das kann ich dir nicht sagen, ne? Spielst du halt ein bisschen Eichhörnchen? Ja, auf jeden Fall. Jo. Ach, hier war ich schon mal. Das ist zumindest ein Ofen von mir. Schon ganz schwindelig, so hoch ist das. Ach so. Wo ging's dann weiter? Mal hier ein bisschen doch nicht machen. Da fehlen da immer zwischendurch Blöcke. Bin doch von irgendwo hier runtergekommen. Sieht da vielen Blöcke? Von hier? Hä? Ja, in dem Baum halt ab und zu. Ich springe ab und zu einfach ins Leere. Baue mir gerade so eine Treppe hier hoch, weil das halt so ein Viererstamm hat. Jetzt bin ich oben und jetzt kann ich noch einen Lock abbauen, dass meine Axt kaputt. Zack. Jetzt kann ich wieder runtergehen. Ach hier. Und mir eine neue machen. So, dann nehmen wir noch ein paar Schafe mit. So, mal die Map aufmachen. Moment, die war auf X. Also der Regen nervt mich jetzt echt. Ja, ich glaube, ich stelle auch erstmal die Partikel wieder alle aus. Oder auf Partikel Minimal. Dann höre ich den Regen nicht. Ja. Angenehmer. Ah, das ist still. Oh ja, was würde ich für eine höhere Minecraft-Version geben, wo man einfach nur in den Regen den Sound ausstellen könnte, konnte. Darf. Ja, kann man doch. Der Sound ist aus. Naja, wenn die Optik fein. Aber ich brauche die Partikel. Wie sieht denn das sonst aus? Ja, die habe ich so lange aus, bis der Regen weg ist. Ach, da müssen meine Zuschauer durch.
Meine armen Zuschauer. Die können das ab. Na dann. Einige sind auch ganz die Arme. Wollen Zuschauer habe ich. Stimmt, Zuschauer. Wenn ihr das auch so seht, schreibt in die Kommentare. Stimmt, Zuschauer. Naja. So, was schmeiße ich denn jetzt noch weg? Dass ich die Wolle mitnehmen kann. Ach komm, hier. Das ist scheiße. Gibt dieser Baum hier eigentlich überhaupt keine Setzlinge raus hier? Ich will doch mal ein Setzling wieder zurück. Jetzt habe ich so viel Zeug dabei, dass ich nur blaue, rote oder orange Wolle mitnehmen kann. Das ist ja nicht so schlimm. Da ist blau und rot. Ich hab's gesehen. Irgendwo halt ein buntes Bett. Ist das wieder ein anderes Blau? Ach komm. Hier gibt's ja nicht 10.000 Farben, ne? Von den Schafen. Das ist egal. Das Bett ist es eh erstmal egal. Ich kann mir auch ein Baumhaus bauen, wo ich hier gerade hier rumhüpfe in dem Baum. Kannst du auch machen, ja. Glaube, ein richtiges Haus ist cooler als ein Baumhaus. Aber wenn ich hinterher einen Schrank habe, wie soll ich dann den Baum erweitern oder was? Schwierig. Neuen dazu bekomme. Ach, ist schon eigen. Außerdem hat Dalu, glaube ich, gesagt, er wollte ein Baumhaus bauen, ne? Hm? Dalu meinte, dass er ein Baumhaus bauen wollte, oder? Oder dass er es überlegt hatte. Er hat es überlegt, ja. Ach, ich sehe noch nicht. Ich habe keine zwei. Warte jeden Augenblick, dass der kleine Busch hier unter mir schwindet, dass ich komplett runterfalle. Ich bin weggeschossen aus vor Freude. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Ich glaube. Schön, endlich verbrennen die Zombies. Ja, lachen, wenn sich Blaze jetzt noch verlaufen wird. Na, das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Jederzeit, ne? Blaze halt. Orientierungssinn wie eine Nacktschnecke. Nicht der Baum. Ein anderes Holz, was ich hier jetzt auf einmal habe. Nee, so geht das nicht. So, wo sind hier noch jetzt ein paar Schafe? Wer hat denn so viel Holz hier in diesen Baum reingebaut? Lila Schaf, gelbes Schaf, kann ich alles nicht mitnehmen. Schwarzes Schaf. Wow. Also irgendwie glaube ich, bin ich falsch gelaufen. In dem Schneebiom sind wir nicht. Nein. Dunkel. Kannst ja Koordinaten geben, glaube ich. Könnten wir auch. Sollen wir dir Koordinaten geben? Oh, das wäre was. Oh, da sind sie ja, meine Bäume. Da sind sie plötzlich neben mir. Also, wachsen, hast du die Minimap an? Ja, natürlich. 248, 100. Ach nee, 113. Ha, da bin ich. Hahaha. Moment, muss mal gucken, wo ist denn. Ich hätte mir noch einen Wegpunkt setzen sollen. Nancy, vielleicht sagst du ihm das mal kurz, die Koordinaten. Oder? X, guck mal, 137, 330, 64 ist die Höhe, aber ist egal. Ist das die Höhe, 64? Ja. Ja. Also das ist jetzt genau die Position, wo ich gerade bin, aber es führt dich in unser Dorf. Na, dann gucken wir mal. Hoffentlich hört die Sirenen nicht, die draußen überall rumfahren. Oh, das Kicken, macht nichts. Aber das passiert. Mein Nachbar hat auch gerade angefangen mit Rasenmähen. Mir fällt ja wohl nichts Besseres ein gerade. Rasenmäher habe ich noch nie gehört in der Stadt. So, drei. Ich bin froh, dass ich nicht in der Stadt wohne, sag ich dir. Ich höre hier immer nur Sirenen und besoffenen Menschen und so. Okay. It's just the thing, wo ich drauf verzichten kann. Wenn mir dieser blöde Baum
keine Leaves gibt, okay. Ne? Also keine Setzlinge. Dann habe ich aber ein Problem, weil dann kann ich das Holz auch nicht benutzen. That's possible, mate. Drei und dann noch das Blaue mitnehmen, dann haben wir die Wolle, die ich brauche. Ja. So, und jetzt ab nach Hause. Nötig, aber Great Woods. Bitte mir keine Leaves. Scheiß. Ein bisschen Holz könnte ich auch noch mit reinschmeißen. Aber bitte normales Holz. Aber ich habe keinen Platz mehr. Okay, dann gibt es kein Holz mehr in dieser Folge. Das heißt. Ja, da hat schon wieder eine Höhle gebuddelt, sehe ich gerade. Da bin ich das letzte Mal auch schon vorbeigelaufen, glaube ich. Ich bin zu Hause. Kann man einen Wegpunkt machen. Der Zombie-Blöder. So, Oh, bei Krabs tummeln sich schon wieder die Skelette. Ja, natürlich. Immer bei mir. Die wissen, wo es Spaß macht. Das stimmt. Das ist Party. Richtig. Wo ist der Titan? Man kommt hin weiter. Da noch da. Der ist ja auch nur ganz gut. Oh, da hat ein Baum in seinem Haus. Ja, das bin ich. Ich habe gerade die Setzlinge gesetzt, weißt du? Du den gerade abholzen. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist mein Axt kaputt. Voll. So, dann mal den Stein hier anfeuern. Gott, das sind drei Skelette. Oh, hier kommt schon wieder so einer. Bin noch ein Skelett runtergeschossen. Oh Gott, jetzt sterbe ich. Hast du Wolle da gehabt? Kannst du mir mal ein Stück geben? Zwei Stück geben für ein Bett? Nur drei Stück kann ich dir geben für ein Bett. Aber kannst du mir auch drei geben? Ich komme dir mal. Ne, warte mal, du bist in eine andere Richtung. Und ja, Reaper kommt auch noch. So, runter. Danke dir, ich werde dich dafür irgendwann knutschen, umarmen und dich zum Essen einladen, okay? Geht klar. Nennen Sie mir Zeit und Ort. Oh, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Ich bin nicht tot. Ich sterbe jetzt gleich auf jeden Fall. Hier sind so viele Viecher. Creeper, Skelette, diese scheiß Fahrländer und so. Avalon, ja, genau. Halt, wo habe ich jetzt meinen jetzt Stone hingepackt? Hier. Creeper an. Ich müsste mich einmal schlafen legen, damit es hier aktiviert wird, glaube ich, ne? Ja, denn nur muss reinlegen, ich nur hinlegen. Geht nicht. Muss ich nur echt? Also reicht, geht das eigentlich, dass zwei Leute sich schlafen ja, legen können? Ja, richtig. Wenn zwei sich hinlegen, geht das. Ja, dann warte ich auf Blaze, weil er kann ja theoretisch sich gleichzeitig mit mir ins Bett legen. Also ein Duo ins Bett legen. Kommt noch so eine scheiß Spinne hier an. Blaze, ich bin bereit. Wo ich jetzt mein Bett hinstellen darf, ne? Weiß jetzt springe ich wieder in mein Bett. Gestellt. Oh Gott. Jetzt aber. Gucken wir mal, ob es geht. Mit zwei Leuten. Ja, bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall. Yay! Oh, wir sind echt die Klügsten. Ja. Gott sei Dank. Mehr Stone. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten, ne? Das geht mir. Zeit vergeht viel zu schnell. Oh ja, ich wollte es gerade sagen. Irgendwie kommt man zu nichts. Nee, zu gar nichts. Darf ich hier nicht kurz mal so für einen Tag eine Quarry oder so aufstellen? Die mir automatisch die Rohstoffe bringt, ne? Sehr lustig. Kannst du machen. Ja, auf jeden Fall hilfreich, glaube ich. Wenn es denn hilfreich gehen würde, ja. Ja, jetzt ist noch so ein Schmaner-Creeper. Und Krabs, du bist noch nicht gestorben. Nee, nicht. Stimmt. Du lebst noch. Mana-Creeper sind ja lustig. Die zünden ja auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Schaden machen, ne? Weiß auf ich alle Fälle nicht. Kriegst du eine Mana-Welle ab. Ja, das stimmt.
Wollte jetzt auch nicht zu nah dran stehen. Weiß jetzt, der ja noch so verrückte Verrücktes macht. Ja, alle Creeper. Oh, das dauert alles so lange, bis ich den Stone zusammen habe. So, ich pack schon mal alles Wichtige wieder mal ins Inventar. Warum? Darf doch eh keiner klauen. Ich weiß aber, ne? Nicht, dass jemandem einfällt, ne, in der nächsten Aufnahme. Ich möchte dich mal herausfordern, ne? Okay, ihr kriegt es zwar sowieso, weil ich ja sterbe, ne? Wenn du stirbst. Wenn ich sterbe, ja. Zwei doofe ein Gedanke. Man kann ihn nie wissen. Nee. Du wirst nicht sterben. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Natürlich, du wirst nicht sterben. So, kriege ich jetzt noch ein bisschen Fußboden hin in den letzten Minuten? Wir haben 21, scheiße, sorry. Geil. Gut, dann würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Tschüss.